Das Matic ist ein halbautomatisches Sicherungsgerät der Firma Kemp. Die Anti-Panik-Funktion schützt vor unkontrolliertem Bedienen des Ablasshebels. Das Matic kann für Einfachseile mit einem Durchmesser von 8,6 bis 10,2 mm verwendet werden. Der Blockiermechanismus im Gerät ist unabhängig vom damit verwendeten Sicherungskarabiner. Voraussetzung ist allerdings ein Karabiner mit Verschlusssicherung. Der Partnercheck vor jedem Start ist ein elementarer Sicherheitsstandard. Dabei kontrollieren beide Partner 5 Punkte: den Anseilknoten, die Verschlusssicherung des Karabiners, die Funktion des Sicherungsgerätes durch ruckartiges Ziehen, die Gurtverschlüsse und zuletzt, ob das Seilende abgeknotet ist. Zum Seilausgeben zieht die Führungshand das Seil aus dem Gerät, während die Bremshand das Seil von unten in das Sicherungsgerät schiebt. Anschließend wird überflüssiges Schlappseil sofort wieder eingezogen und die Bremshand rutscht zurück in die Ausgangsposition. Elementar, auch bei halbautomatischen Sicherungsgeräten, ist das Bremshandprinzip. Bremshandprinzip bedeutet, dass der Sichernde mit der Bremshand in jeder Phase des Sicherungsvorgangs das Bremsseil umschließt. Die Stärke der Halbautomaten besteht darin, dass diese bei ruckartigem Seildurchlauf, zum Beispiel im Falle eines Sturzes, automatisch das Seil blockieren. Also auch dann, wenn der Sichernde keine Handkraft am Bremsseil entwickelt. Diese gewünschte Eigenschaft bringt den Nachteil mit sich, dass das Gerät auch dann blockiert, wenn beim Einhängen einer Zwischensicherung schnelles Seilausgeben notwendig ist. Dies kann dadurch erreicht werden, indem das Gerät im sogenannten Revolvergriff bedient wird. Das Bremsseil läuft dabei durch die Bremshand und kommt zwischen Zeige- und Mittelfinger heraus, wo es dann von unten in das Matic einläuft. Der Daumen drückt hinten aufs Gerät und verhindert so ein ungewolltes Blockieren. Im Falle eines Sturzes blockiert das Matic aber trotzdem. Beim Ablassen fixiert die Bremshand das Bremsseil, während die Führungshand den Ablasshebel mit Zeige- und Mittelfinger vorsichtig nach hinten zieht. Dadurch wird der Klemmnocken langsam gelöst. Die Bremshand lässt nun dosiert das Seil durchrutschen und steuert die Ablassgeschwindigkeit. Einer möglichen Fehlanwendung beim Ablassen beugt die Anti-Panik-Funktion vor. Wird der Ablasshebel zu stark nach hinten gezogen, blockiert das Gerät und beugt so einem Absturz vor. Wird die Anti-Panik-Funktion ausgelöst, muss der Ablasshebel zuerst wieder in die Ausgangsposition zurückgeführt werden. Erst dann kann der Ablassvorgang erneut eingeleitet werden. Beim Sichern im Toprope zieht die Bremshand das Bremsseil in einem Bogen aus dem Gerät, während die Führungshand das Führungsseil gleichzeitig zum Sicherungsgerät führt. Danach rutscht die Bremshand im Tunnelgriff am Bremsseil zurück nach oben. Thank you.